Schön, dass du eingeschaltet hast. Damit du deinen Dark Audio Moment auch in 3D Audio erleben kannst, setz bitte jetzt deine Kopfhörer auf. Erledigt? Gut. Dann musst du wissen, dass du ab jetzt nicht mehr allein bist. Das Böse lauert überall. Du bist ein Teil der Geschichte. Aber keine Sorge, du bist sicher. Oder? Dein Dark Audio Moment beginnt jetzt. Nimm die Finger von dir, du Schwein! Professor Homburg? Jetzt wird mir so einiges klar. Weg mit dem Messer! Das Spiel ist aus! Oh, Sam! Wie du dich irrst! Gar nichts ist hier aus! Es hat gerade erst begonnen! Achtung, es wirft das Messer! Wie schlimm hat's dich erwischt, Sam? Da steckt ein Messer in meinem Oberschenkel. Und ich habe eine scheiß Angst, es herauszuziehen. Noch Fragen? Oh. Wir müssen hier verschwinden. Bevor er wieder zu sich kommt. Oder wir bringen ihn um. Stopp! Verdammt! Hast du sie noch alle? Doch. Und wer ist überhaupt das Mädchen da auf dem Stuhl? Ist sie ohnmächtig? Das ist Jennifer. Und nein, ist sie nicht. Was? Oh, fuck! Jennifer? Du meinst... Jennifer Winkler? Die vermisst aus dem Radio? Weiß nicht. Kann sein. Spielt aber auch keine Rolle mehr. Sie ist tot. Verdammt, Leon. Machst du mich jetzt endlich mal los? Ja, doch. Die sitzen verflucht fest. So. Lass mich mal sehen. Oh, das steckt ziemlich tief. Ah, aber es blutet nicht so stark. Schätze, du hast Glück gehabt. Er hat nicht die Hauptschlagader erwischt. Glück? Oh. Sich nicht an wie Glück. Was ist das hier? Wo sind wir? Scheint ein Krankenzimmer zu sein oder so. Keine Ahnung. Wie seid ihr überhaupt reingekommen? Wie habt ihr uns gefunden? Wir sind einfach den Gleisen gefolgt. Und haben dann den Triebwagen gefunden, direkt vor der Tür, die uns hierher geführt hat. Das Ganze ist eine Art Luftschutzbunker. Aber er ist nicht in der Karte verzeichnet. Das wird ja immer besser. Ist mir auch echt egal. Wichtig ist, dass wir euch gefunden haben. Und jetzt sollten wir schleunigst verschwinden. Echt. Ich bin so froh. Ich dachte, ihr wärt... tot? Kannst du laufen, Sam? Ich versuch's. Ah! Ha! Fuck! Da! Vergiss es. Nicht mit dem Messer im Bein. Wir müssen es rausziehen. Ja, du mich auch. Leon hat recht. Es muss raus. Wir können die schlecht den ganzen Weg zurück an die Oberfläche tragen. Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Und wie stellt ihr euch das vor? Nur raus damit. Dann kann er wieder laufen und hüpfen und tanzen am besten. Denk an was Schönes, Kumpel, okay? Haltet ihn fest. Was? Nein, verflucht! Leon! Ich warne dich! Nein! Da! Scheiße! Das blutet wie Sau! Drück was auf die Wunde! Wir müssen die Blutung stillen. Mein Ärmel. Damit sollte es gehen. Ich bin es um die Wunde. Nicht so fest! Muss so fest sein. Tut mir leid. Du musst aufstehen, Sam. Reiß die Zähne zusammen. Ich helfe dir. Ich kann es kaum belasten. Wir können dich stützen, okay? Gemeinsam schaffen wir das schon. Oh, Scheiße. Er kommt wieder zu sich. Ach ja? Soll er doch. Dann verpasse ich ihm jetzt den Rest. Mir reicht's endgültig. Nein, stopp! Na komm! Leon, bleib hier! Was hat er da unter seinem Mantel? Das ist eine Knarre! Was? Die von Juri! Raus hier! Du! Komm, nicht so schnell! Reiß dich zusammen! Ja. Lauf doch jetzt hin! Lauf! Ich kann nicht so schnell! Folgt er uns? Nichts zu sehen! Wir hätten
gefroren, als er ohnmächtig war. Hey, warum bleibt ihr stehen? Der Weg gabelt sich. Welcher führt raus? Verflucht. Und wo sind wir gekommen? Links? Sam! Rechts. Nein, links. Oh, sicher? Ja. Wir dürfen auf keinen Fall zurück in den Tunnel. Also rechts. Gut. Alles ist besser als zurück auf die Gleise. Beeilen wir uns. Der Irre ist uns auf den Fersen. Irgendwie bekannt vor? Mir nämlich nicht! Erstmal egal! Los weg von diesem Psychopathen! Mein Arm! Scheiße! Oh, mein Arm brennt! Was? Verdammt! Er brennt nicht! Sam! Steh auf! Beruhig dich! Sagt, der ganze Stoff seines Ärmels ist weggeätzt! Das ist Säure! Schnell zieh die Jacke aus! Was? Wie kann hier Säure? Wir haben eine Falle ausgelöst! Da! Draht über den Boden. Oh Gott, das war knapp. Aber mein Bein. Das tut scheiße weh. Der Messerstich, Mann. Ich kann nicht mehr. Reiß dich zusammen. Verdammt nicht. Du musst, Sam, kapierst du das? Du musst. Weiter jetzt. Schnell. Wir müssen besser aufpassen. Das ist eine Sackgasse. Hier geht's nicht weiter. Doch, es geht nach oben. Die Leiter. Die muss doch irgendwo hinführen. Ja, aber die ersten Sprossen sind zerstört. Wie sollen wir da rankommen? Räuberleiter. Gute Idee. Keine Chance. Das schafft Sam niemals. Jetzt hältst du mal die Schnauze, Leon. Was ich schaffe und was ich nicht schaffe, bestimme immer noch ich. Mit der Räuberleiter kommt ihr an die erste Sprosse. Sobald du oben bist, Leon, ziehst du mich hoch. Aber... Wir haben keine Zeit. Dieser Irre kann jeden Moment um die Ecke biegen. Los jetzt. Und dein Bein? Ach, das wird schon irgendwie gehen. Es muss gehen. Ich lehne mich an die Wand und ihr benutzt mich als Klettergerüst, okay? Erst du, Anna. Du bist die Leichteste. Okay. Los, Anna. Ich helfe dir. Oh. Ich hab's. Zieh dich hoch, ja? So ist gut. Was siehst du? Perfekt! Jetzt du, gib mir deine Hand. Ich hab Handyempfang. Dann ruf die Bullen. Los! Worauf wartest du? Ja doch, sofort. Hab dich. Ich zieh dich hoch. Mach schon, bevor ich nicht mehr kann. Alles klar, sobald ich oben bin, zieh ich dich auf. Ich lass dich hier unten nicht verrecken, klar? Los jetzt. Okay, Sam. Bist du bereit? Ja. Halte mich gut fest. An den Füßen. Lass mich so weit wie möglich runter, damit ich ihn zu fassen bekomme. Nein, das klappt nicht. Du bist zu schwer. Und ich zu schwach. Du musst es tun. Aber schnell. Weit kann dieser Irre nicht mehr entfernt sein. Nimm zuerst die Karte. Hier. Was soll der Scheiß? Dafür ist jetzt keine Zeit. Hier, Leon. Nimm. Okay, Sam. Seid ihr bereit? Aha. Wir ziehen euch jetzt hoch. Er ist da. Macht schnell, bitte. Aus dem Tunnelsystem. Sie sind unbewaffnet. Hierüber, ihr seid in Sicherheit. Hören Sie, schicken Sie alle Leute runter. Er ist noch dort.
dort? Wer ist noch dort? Der Professor. Wovon reden Sie? Hören Sie. Sie müssen sich zunächst einmal beruhigen. Nichts mit beruhigen. Es bleibt keine Zeit. Kapieren Sie denn nicht? Der Professor hat die vermissten Frauen entführt. Sie sind voller Blut. Sind Sie verletzt? Nein, ich... Hören Sie, wir haben Jennifer gefunden. Jennifer Winkler. Sie ist tot. Er hat sie umgebracht. Moment. Alles der Reihe nach. Das Schwein ist immer noch da unten. Er hat Juri getötet. Und dieses Mädchen. Und Sam. Außerdem ist Sabrina noch da unten. Wir wissen nicht, was mit ihr geschehen ist. Vielleicht lebt sie noch. Das hatte ich ja ganz vergessen. Geben Sie das Ihren Leuten. Was ist das? Ein alter Plan der stillgelegten Trasse. Wir glauben, dass er Ogorzo gehört hat. Paul Ogorzo. Wer? Der Serienkiller? Hören Sie, Sie müssen... Genau der. Unser Freund Sam. Er wollte eine Masterarbeit über ihn schreiben. Wir haben gehofft, Ogorzos Geheimversteck dort unten zu finden. Aber dann sind wir auf ihn gestoßen. Er treibt dort unten sein Unwesen. Und das seit Jahrzehnten. Ogorzo? Das ergibt absolut keinen Sinn. Am besten, ich nehme Sie mit auf die Wache, damit wir in Ruhe Ihre Zeugenaussage aufnehmen können. Ich weiß nicht, was Sie dort unten erlebt haben, aber es hat Sie offenbar verwirrt und... Oh, doch nicht Ogorzo! Professor Rombach, hören Sie! Sie müssen aufpassen, solange dieser Killer da noch unten frei herumläuft. Er ist seit Jahren... Seien Sie unbesorgt. Meine Kollegen werden ihn finden. Von wegen! Er ist gefährlich! Am besten schicken Sie eine ganze Armee darunter! Vertrau ihm. Wir können ihn nichts mehr tun. Das ist Aufgabe der Polizei. Vernünftige Einstellung, junger Mann. Man wird mir sofort Bericht erstatten, sobald es etwas Neues gibt. Auch wenn Sie Ihre Freundin finden. Wie war noch der Name? Sabrina. Also gut. Ich will nach Hause. Bitte. Mein Wagen steht gleich da vorne. Gehen Sie vor. Ich werde dem Einsatzleiter diese Karte überreichen. Sie scheinen im Bunker zu sein. Und Sie haben wohl Sam und Jennifer gefunden. Oh. Und dieser Mistkerl hat sich irgendwo da unten versteckt. Wie es aussieht, haben Sie mit allem recht. Ich bringe Sie jetzt erst einmal hier weg. Bitte einzusteigen. Ich weiß, es ist nicht leicht für Sie, aber wir müssen jetzt alles wissen. Jedes Detail, kapiert? Aber jetzt atmen Sie erst mal durch. Wir müssen Sams Eltern benachrichtigen. Natürlich. Auf der Wache können Sie kontaktieren, wen immer Sie wollen. Ich bringe Sie von hier weg. Wir hätten Sam nicht als letztes dort unten lassen dürfen. Wir hatten keine andere Wahl. Und er wollte es so. Du hast noch Blut an der Hand. Wie gesagt, beruhigen Sie sich erst einmal. Wir werden alles aufklären. Noch einmal. Wichtig ist, dass Sie jetzt in Sicherheit sind. Anna. Leitstelle für Kommissar Winter. Wo fahren Sie hin? Das ist nicht der Weg in die City. Stimmt, dieser Zubringer führt doch raus aus der Stadt. Hallo? Herr Kommissar? Herr Kommissar Winter, hier Leitstelle. Ich rede mit Ihnen. Wo fahren wir hin?